Oh, guck, es zockt schon. Wir sind heute an einem schönen kleinen See. So ein Wurm ist natürlich auch immer ein Top-Köder für eine Schleie. Ne? Da können die Karpfen gar nicht anders. Das drückt sich jetzt gleich raus. Da können sie gar nicht anders, wie hier, sich den einzusaugen. Hier kann auch mal ein größerer Karpfen einsteigen von gut 10 Kilo. Hier sind wirklich riesige Zander drin. Ehrlich? Ja, hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal von Cresta Deutschland. Sebastian Koleva, Teamangler bei Cresta. Wir sind heute an einem schönen kleinen See. Ich nehme euch einfach mal mit bei einer Message-Session. Zeige euch, wie ich hier vorgehe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, Yannick, jetzt geht's los. Ich bin heiß. Auf geht's ans Wasser. Hopp. Boah, Sebastian, wo hast du mich hier hingeführt? Das ist ja echt idyllisch hier. So ein kleiner, schöner See. Meinst du, da kommt noch einer heute? Absolut, ne? Wenn du mal schaust. Wir angeln hier, ich würde mal sagen, an den Seerosenfeld da drüben. Egal an was für ein Gewässer, Seerosen sind immer Magnet für Fisch. Ja. Die Weißfische suchen drunter Schutz, die größeren Fische suchen Futter. Wenn ihr irgendwo Seerosen habt, da muss man einfach angeln. Ja. Der zweite Spot, den wir befischen, der ist am gegenüberliegenden Ufer. Da könnt ihr sehen, da ist eine Schilfkante und ja, das Schilf, das wirft Schatten. Und hier ist es wirklich so, dass die großen Karpfen, aber auch Schleien, Karauschen ganz nah an der Schilfkante entlangziehen. Wirklich nur 50 cm entfernt. Ja, und da versuchen wir heute einfach mal die Fische abzugreifen. Ich baue jetzt gleich alles auf und dann legt man los. Auf geht's. So, und jetzt richten wir mal das gute Stück aus. Ich muss beim Angeln immer gerade sitzen, sonst kriege ich Rückenschmerzen. Ich habe einen kleinen Tipp für euch und zwar, das mache ich gerne. Ich nehme einfach dann so eine Schüssel Wasser. So, stell die mir hier auf die Mitte von dem Sitz. Ja. Und dann kann ich mir das jetzt die Höhe anpassen. Das ist gut, die Schrauben hier, die kann man richtig zupacken. Und dann sitzt man hier richtig sicher. So, jetzt gucke ich nochmal. Und das sieht doch super aus. Alles gerade und da gibt es auch keine Rückenschmerzen. Ja, die Tasche ist wirklich einwandfrei. Vor allem, ich habe gern die Ruten, dass die fertig montiert, dass ich die fertig montiert dabei habe. Und da habe ich halt hier einfach den Vorteil, ich habe genügend Platz. Ich greife hier einfach die Rute, die ist fertig montiert, ja, und kann direkt loslegen mit dem Angeln. So, während Sebastian jetzt erstmal alles vorbereitet, könnt ihr in der Zwischenzeit etwas gewinnen. Jeder, der uns bei Instagram und YouTube folgt, hat die Chance auf eine Blackzone-Routentasche 2+1. Lasst uns dafür einfach unbedingt einen Kommentar da unter diesem Video mit der Info, dass ihr beide Kanäle abonniert habt und schon seid im Rennen. Viel Erfolg! Ich freue mich schon richtig, wenn ich diesen kleinen Pop-up sehe. Das ist immer so eine Mischung aus Karpfenangeln und feinem Friedfischangeln, finde ich. Absolut, ja. Es kann alles drauf gehen. Ja, ich denke, deswegen ist auch das Message-Feedern so beliebt, ja, weil wir werden es ja gleich im Video sehen, man braucht gar nicht viel Zeug, man braucht nicht viel Futter, nicht viel Köder und man kann einfach einen schönen Angeltag haben und schöne Fische fangen. Ja. So, kommen wir mal jetzt zum Wichtigsten, dem Futter, was ich heute so verwende beim Message-Feedern. Ja. Und da habe ich es auch wie beim letzten Mal gehandhabt. Ich habe das Futter schon fix und fertig dabei. Das ist ganz praktisch in unserer Tasche hier. Da habe ich zum einen ja, ein Futter, das ich im Sommer wirklich sehr gern benutze. Und das ist das Bananefisch von HJG Drescher. Ist so schön gelblich, fruchtig, ein richtig schöner Geruch. Es sind Hanfpartikel mit drin. Ja. Und das ist gerade für den Sommer ein astreines Futter. So, und das Futter siebe ich einfach noch mal kurz durch. Habe hier ein 3 mm Sieb. Ist immer ganz wichtig, dass man Futter siebt, finde ich. Ganz einfach, dass man so die ganzen Klümpchen raus hat, ja, dass das alles schön homogen ist. So, und das war's schon. Schon haben wir unser Futter, mehr brauche ich nicht. Was ich hier noch habe, das sind 2 mm Pellets. Einfache Fischpellets, 2 mm. Die habe ich auch schon daheim vorgefeuchtet. Ich mache es mal vor. Und im Wasser gehen sie dann wieder schön auseinander. Also, so sind sie perfekt. Jetzt nehme ich mir gern so ein von unserer Range so ein kleines Blei und lote mir jetzt erstmal den Platz hier aus. Ich wäre so ziemlich dicht an den Seerosen angeln. Ihr seht, ungefähr so 2 Meter davor. Ich fütter am Anfang gar nicht so viel, sondern
halte mich da ein bisschen zurück. Lieber ein bisschen weniger gefüttert und wenn dann die Fische am Platz sind, dass man dann einfach wieder ein bisschen mehr füttert. Weil wie es so schön heißt, ne, das was im Wasser drin ist, das kriegt man nicht mehr raus. Umgekehrt geht es schon. Zum Messetangeln benutze ich wirklich ganz gern die Blackthorn-Ruten. Das ist jetzt die Pro Sea Feeder in 3,30 Meter. Ist einfach eine ideale Länge. Ja. Ich kann die auch mal weit werfen, 50, 60 Meter. Ist gar kein Problem. Das ist gerade an so Seen, ach wie hier. Hier kann auch mal ein größerer Karpfen einsteigen von gut 10 Kilo. Da habe ich mit der Rute immer noch eine Chance, gut dagegen zu halten. Die Rolle dazu benutze ich hier eine 5000er mit einer schönen, stabilen 24er monofilen Schnur. Die Montage ist auch mega simpel. Ich benutze gern von uns hier die Elastics. Und dann habe ich einfach den Vorteil, ich kann den Messetkorb einfach hier an so einen Snap hängen. Sollte ich mal einen Köder wechseln oder einen Messetkorb wechseln, dann kann ich hier einfach am Snap. So. Oder könnt jetzt zum Beispiel auch hingehen und wieder mal mit der Bomb angeln. Einfach wieder den Snap einhängen und weiter ging's. Also da ist man relativ flexibel. Plus ich habe halt wirklich den Vorteil, ich habe halt einfach noch einmal hier richtig die Dehnung. Ja. Ja, gerade wenn man auch wieder hakenlos angelt, barbless, benutze ich einfach gern. Wir fangen jetzt ganz einfach mal an mit dem 14er. Dann nehme ich den raus. So. So. Als Köder habe ich hier wirklich jede Menge Auswahl immer. Aber die drei Sorten benutze ich so am meisten. Ja. Das sind einfach Worfter. Das heißt, die schweben, die schwimmen nicht. Und die Größe, ja. Hier steht es drauf, 6x8 mm, relativ klein, aber man wundert sich. Manchmal fangen wirklich die kleinsten Köder die größten Fische. Und die Farbe einfach weiß, gelb und orange fängt so gut wie immer. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du angelst jetzt direkt vor dem Seerosen. Oh, guck, es zockt schon. Oh ja. So, und ich war jetzt noch ganz ruhig geblieben. Weil jetzt kann man mal anheben. Ja. Und was sagt der Fachmann? Oh, das ist was Kleineres. Vielleicht ein kleiner Brassen. Aber wie schnell das ging. Ja gut, du hast angefüttert, ne? Ja, und das ist halt der Vorteil beim Messed Feedern, ja, und gerade bei so einem Futter. Ja, das hat halt eine hohe Lockwirkung. Und wenn man auch an den Plätzen angelt, wo die Fische stehen, dann geht es, wie du siehst, ruckzuck. Ne? Na, ich hab's gesagt, ein kleiner Brassen. Und da haben wir den kleinen. Sehr schön. Klein, aber fein. Ich angel am Anfang einen recht kurzen Rhythmus. Hast du jetzt gesehen, der Skimmer hat direkt nach dem Wurf quasi schon gebissen. Oh, nächster Fisch. Ja, ich muss sagen, die Fische sind wirklich am Platz, aber es sind noch kleinere. Ne? Die großen halten sich noch ein bisschen zurück. Ja, wieder so ein Rotauge sogar. Oh, der Bursche hier hat auch schon mal Bekanntschaft gemacht. Wahrscheinlich vom Kormoran. Die kennst du noch aus, ne? Mhm. Sehr schön. Ich versuche jetzt mal einfach zu schauen, dass vielleicht die größeren Fische auf die Pellets kommen. Da benutze ich unseren Easy Fill Korb. Und das wirklich, wie der Name schon sagt, Easy Fill. Mit dem Daumen drücke ich hier ein paar Pellets rein, dann unseren Köder, in dem Fall jetzt so ein 8 mm Worfter, platziere ich und jetzt einfach nochmal. Na guck mal, das kriege sogar ich hin. Ja, kannst du ja nachher vielleicht mal versuchen. So, jetzt modelliere ich mir das noch so ein bisschen schön. So. Und so fliegt es jetzt rein. Und jetzt ganz wichtig, den Korb nicht verrutschen. Ja? Das muss alles so liegen bleiben. Ja, da hat man einfach dann die perfekte Präsentation. Es liegt schön am Grund. Und wer, wenn der Friedfisch kommt, der kann dann genau den Wurf da schnappen. Ja, und wir schauen mal, ob es jetzt klappt mit einem größeren Fisch. Hier sind wirklich riesige Zander drin. Ey. Ehrlich? Ja, ich glaube, der größte, wo man hier gefangen wird, der hat über 90 cm. Und ja, ich glaube, an die 10 Kilo. In diesem kleinen See hier? In diesem kleinen See. Wie werden die hier so groß? Hier sind halt wirklich viele kleine Weißfische. Also das denkt man gar nicht. Hier sind richtig große Zander drin. Ja, ich habe jetzt wieder ein, zwei Schnurschwimmer gehabt. Ich vermute mal, dass jetzt schon die größeren Fische so ein bisschen umherschwimmen. Da ja nicht anschlagen oder ja nicht den Korb bewegen. Und das ist ja das Schöne beim Messed Feedern.
Aber die Bisse kann man kaum verpassen. Wenn du mal schaust, Yannick, es ist so ein ganz leichter Wind und der treibt alles so in die Richtung Seerosen. Ja? Oh ja. Also wenn jetzt heute die großen Fische nicht einsteigen, also aufs Wetter können wir es nicht schieben, dann müssen wir uns irgendwas anderes ausdenken. Luftdruck. Mit dem falschen Bein aufgestanden. Oder so. Vollmond. Vollmond ist immer gut. So, jetzt haben wir ihn aber dran. Aber es ist wieder wahrscheinlich nichts Großes. Yannick, ich glaube ganz einfach, die größeren Fische, die stecken noch so ein bisschen in den Seerosen. Die müssen wir noch irgendwie rauslocken. Ich schätze, mit dem Futter über den ganzen Tag lang, irgendwann werden die das riechen. Wir müssen nur Geduld haben. Ja, Geduld, das brauchen wir ja immer beim Angeln. Aber ich greife jetzt mal ganz tief in die Trickkiste nach dem Fisch jetzt. Wieder ein schöner kleiner Skimmer. Sehr schön. Trickkiste, hat er gesagt. Jetzt greifen wir mal in die Trickkiste, ja. Ein schönen Kokosnuss-Flavor. Messerjuice. Ja, dann machen wir hier mal so einen schönen Klecks drüber. Und der macht nicht nur eine Geruchswolke, sondern auch so eine schöne weiße Wolke unter Wasser. Boah, das riecht bis hierhin. Ja, wenn ich den auspacke, Yannick, da denke ich immer, ich bin im Urlaub. Ja. So schön unter Palmen. Und man muss schauen, ob das jetzt ein größerer Fisch bringt. Noch stehen die Karpfen unter Palmen. Vielleicht doch das. Jetzt bräuchte man eine schöne Flasche Batida de Coco zum Anstoß nach unseren Karpfen nachher. Ja, das würde das Ganze extrem abrunden. Sebastian, so ein Brassen, hast du den schon mal geräuchert? Ja, ganz ehrlich, es kommt nicht oft vor, aber wenn ich mal richtig Lust habe auf so einen schönen Brassen, dann mache ich da Frikadellen draus. Okay. Da filetiere ich mir den Brassen und jag es dann durch einen Fleischwolf. In meinem Garten habe ich so richtig schöne frische Kräuter, die mache ich mir dann ab. Zwiebel dazu, ein Ei dazu, in Brötchen eingeweicht und daraus dann richtig saftige Frikadellen. Schmeckt einwandfrei, ja. Darf ich das wohl mal begleiten mit der Kamera? Nein, ich zeige meinen Garten so ungern. Ja gut, wir machen es mal am Wasser. Du musst mir nur dann ein paar Tage vorher Zeit geben, dass ich dann ein bisschen Rasen mähen kann und ein bisschen Hecken schneiden kann. Da haben wir doch noch einen richtig schönen Schuppenkarpfen erwischt. Schaut mal, gut 1,5 Kilo und wirklich makellos. Ja, und das ist einfach das Tolle, auch beim Messet-Fiedern. Wenig Aufwand und jederzeit kann man so ein schöner Fisch einsteigen. Ne? Wo war der Kameramann? Der war auf Toilette, ne? Ja, aber ich muss den Yannick da wirklich in Schutz nehmen. Wir sitzen hier in der prallen Sonne und das schon seit über einer Stunde. Und es war einfach keine Aktion, gar nichts. Von daher geht es in Ordnung, ja. Ich habe jetzt immer häufiger Schnurschwimmer, ja. In so Situationen, ja, dann greife ich gern auf so einen Pelletfeeder zurück. Den füllt man auch ganz einfach ein paar Pellets rein. Und jetzt unseren Köder. Und das verschließe ich jetzt einfach wieder auch mit ein paar Pellets. Ich brauche gar nicht so fest zu drücken. Aber jetzt passt mal auf. Wenn das ins Wasser fliegt, da können die Karpfen gar nicht anders. Das drückt sich jetzt gleich raus. So, und wenn jetzt die Karpfen um den Köder drumherum schwimmen und sich hier die Pellets greifen wollen, ja, da können sie gar nicht anders da wie hier. Sich den einzusaugen, gerade in so Situationen, bringt es oftmals dann den Fisch. Es ist heute wirklich sehr mühselig, sehr zäh, aber das gehört zum Angeln dazu. Aber Yannick, ich sag, es könnte schlimmer sein. Wir sitzen hier schön in der Sonne an einem wunderschönen Naturteich und da kann man es auch verkraften, dass die Großen nicht ganz so wollen. So, Freunde der Sonne, ich habe Sebastian gerade noch auf eine neue Idee gebracht. Wir könnten es ja mal mit dem Wurm probieren. Wir sind jetzt gerade wirklich am Verzweifeln hier in der Mittagssitze und uns gehen die Nerven ein bisschen durch, weil wir nicht wissen, wie wir jetzt hier noch einen Fisch fangen sollen. Aber so ein kringelnder Wurm am Schnurende, der könnte vielleicht noch irgendwie einen Biss ausreizen. Ja, absolut. Vielleicht. Deswegen habe ich hier nochmal was rausgekramt. Und ja, wir versuchen es einfach mal. Vielleicht können wir so wirklich noch den einen schönen Fisch, vielleicht eine Schleie oder einen schönen Giebel ans Band bekommen. Ich denke einfach, wenn da was kringelt am Schnurende und der Wurm so ein paar Proteine freigibt. Oh, da kam ein schöner Karpfen auch da vorne. Ja. Das könnte was auslösen, ne?
Absolut. Also ein Wurm ist halt immer mal ein Versuch wert. Und dann nehmen wir hier mal so zwei raus. Mhm. Und hier mit unseren Push-Stops hier durch. So, und jetzt so einen schönen Wurm. Einmal, hier nochmal zweimal durch, zieh den Push-Stop zur Seite. So, jetzt haben wir hier den Wurm. Er ist leider nicht mehr ganz so fit durch die Sonne, aber das sollte vielleicht nochmal den einen bringen. Wir mussten schon einen Schirm hier aufstellen, weil uns die Kamera fast überhitzt. Die war schon so heiß, da konntest du ein Spiegelei drauf kochen. Ja, das wäre doch schön, hä? Vielleicht ist das ja jetzt die Lösung. Tatsächlich, der Wurm hat direkt einen Biss gebracht. Das gibt's ja nicht. Wie fühlt es sich an? Es war wieder kein Riese, aber immerhin ein Fisch. Und ich kann es euch sagen, in der Mittagshitze heute ist es gar nicht mehr so leicht. Ich bin da wirklich über jeden Fisch froh. Oh, eine Schleie haben wir hier. Janik, was habe ich gesagt? So ein Wurm ist natürlich auch immer ein Top-Köder für eine Schleie, ne? Wir haben es angekündigt. Sebastian, ich sag doch, ich führe dich zu den Schleien. Ein bisschen dicke Klappe muss ich ja auch haben. Ja, Freunde, wirklich, das war der Tipp vom Janik. Der hat gesagt, komm, probier doch mal einen Wurm, wenn sowas zappelt. Wir können da mal schauen. Sehr, sehr schön. Ach, guckt euch die Farben an. Ist zwar nicht die größte Schleie, aber das ist egal. Es ist einfach noch mal zum Abschluss ein toller Fisch. Ja, ihr Lieben, und mit dem Fisch werden wir uns auch jetzt hier vom schönen See verabschieden. Es war wirklich heute ein sehr schwieriger, aber dennoch ein schöner Angeltag. Vergisst nicht, ein Abo dazulassen und euch ganz viel Spaß am Wasser, ganz viel Petri Heil. Bis dann, ciao.